Ja, hallo, ich mache jetzt weiter. Ich habe mich entschieden, ich setze jetzt einfach mal alles auf Stärke. Ich hoffe, das ist kein Riesenfehler. Und dann habe ich entdeckt, dass da hinten... Warte mal. Ist das eingefallen? Kann man das einstellen, dass die Maus nicht zu sehen ist? Weil dann wäre das definitiv einfacher. Jedenfalls nicht. Und hier vermutlich auch nicht. Wow. Das ist so behindert. Schwierig. Ich glaube nicht. Obwohl, Option. Das sieht irgendwie nicht so aus. Nein. Dann halt nicht. Okay. Also gut, dann spielen wir halt weiter nur mit... Warum ist da sowas? Seht ihr die Maus? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Dann spielen wir halt weiter nur mit Tastatur. Da haben wir einen Typ, mit dem wir reden können. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, du bist ein komischer Vogel. So, Entschuldigung, ich habe hier gerade irgendwie Probleme gehabt. Alter, ich komme immer noch nicht so ganz mit der Kamera klar. Wo schlage ich denn hin? Geht's da runter? Oh cool, hier geht's runter. Okay, es geht hier runter. Was ist hier? Ist überhaupt irgendwas? Ist das eine Tür? Reden. Ich kann mit der Tür reden. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Die Tür kann nicht reden! Okay, was ist das? Eine Feuerhüterin-Seele wird benötigt. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Da ist irgendeine Person drin, die ich gerade irgendwie nicht sehe, weil ich mit der Kamera immer noch nicht klarkomme. Ah, guck da. Oh je, okay. Irgendwie ist hier sonst nichts. Doch, da ist eine Treppe. Muss erstmal sehen, ey. Muss mit der Kamera klarkommen. Das ist echt krass. Ja, mal das Schild raushalten, vielleicht bringt's ja was. Hier ist dunkel. Geht's immer weiter runter. Das kann man kaputt machen, aber da ist nichts drin. Da ist irgendwie nie was drin. Was ist das? Ein Schalter. Oh oh. Wow. Das scheint weit runter zu gehen. Ich könnte jetzt also entweder zuerst hier runter oder mich oben noch umsehen. Ich weiß gar nicht, ob ich oben überhaupt nicht umgesehen habe, aber wenn ich den Nebel ziehe, wird wahrscheinlich der Aufzug wieder hochkommen. Bis der wieder da ist. Ja, bis der wieder da ist, gehe ich nochmal kurz hoch und gucke, ob ich da noch irgendwas finde. Beeil dich, sonst ist der Aufzug schon da. Okay, weg hier. Ich weiß gar nicht, ob oben was ist. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich habe nur die Treppe gesehen und gedacht, ich gehe jetzt da runter. Habe ich überhaupt nicht umgesehen. Soll ich vielleicht mal... tun. Ja, die Kamera, ne? Ich meine, die Steuerung für die Kamera mit der Tastatur. Echt nicht einfach. Okay, da ist der Typ wieder. Jetzt bin ich wieder hier und da geht's hoch, oder was? Also es geht hier lang und da hinten. Ich sehe da irgendwas leuchten. Also ich kann entweder zuerst oben rumlaufen oder ganz im Untergrund. Ich glaube, ich fange lieber oben an. Oh Gott. Ich glaube, ich fange lieber oben an. Ich meine, da gibt's ja noch einen Weg. Was ist denn das hier für ein Weg? Oh, Gegner. Wow, gerade noch so. Komm her. Na gut, dann eben nicht. Oh, der ist schon tot. Oh, gerade noch so abgewehrt. Nein. Wow. Ja. Du Depp. Du Blöder. Oh, wer schießt denn da mit Feuer? Was? Was? Woran bin ich denn jetzt verreckt? Well. Das war so nicht geplant. Irgendwas hat mich mit Feuer
Bomben beworfen. Ich kann, glaube ich, nur meine Seelen wieder einsammeln, wenn ich zu meiner Leiche gehe. Die Seelen, die ich gerade verloren habe. Ich glaube, so funktioniert das. Ich weiß nicht, wie lange die da liegen bleiben. Ich will da jetzt nicht sofort wieder hin, weil ich werde jetzt gucken, was es hier noch gibt. Vielleicht hilft mir irgendwas was. Weil ich glaube nicht, dass in diesem Spiel mir irgendwas hilft. Hier gibt es, glaube ich, immer nur Gegner. Was macht die Geräusche? Außer mir. Immer schön vorsichtig sein. Was ist das? Eine offene Truhe. Da ist nichts drin. Okay, da geht auch eine Treppe hoch. Was macht denn hier so komische Sounds? Das ist ein Quatsch. Klingt wie ein Frosch oder so. Hm. Ich könnte da jetzt hochgehen, ne? Frage ist, ob ich dann wieder dahin zurückkomme, wo ich vorhin verreckt... Boah, Kamera. Vorhin verreckt bin. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich bin irgendwo auf... Oh, das war so... Ah, da leuchtet's. Das ist das, was ich gesehen habe. Bräuchte ich. Kein Gegner? Ernsthaft? Eine Seele. Wow. Die hat sich total gelohnt, jetzt hier den ganzen Weg hochzuklären. Dafür bin ich... What the fuck bist du? Riesiger Rabe. Ist das ein Gegner? Warum ist er so weit weg? Warum ist er so riesig? Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Okay. Hui. Ich glaube, ich gehe wieder. Keine Ahnung, ob es ein Gegner ist, aber von hier erreiche ich ihn sowieso nicht mit dem Schwert, also... Und ich habe keine Fernkampfwaffen. Ich hätte ihn gar nicht gesehen hier. Guckt mal, wie groß der ist. Hui. Okay. So. Das ist irgendwie gruselig, so riesige, so normale Viecher in riesig zu sehen. Ich kann ihn anvisieren. Er hat einen Lebensbalken. Ich habe aber keine Fernkampfwaffe, wie gesagt. Ich kann ihn da nicht runterschießen. Also lasse ich ihn wohl einfach in Frieden. Was soll ich schon werfen? Mein Schwert oder was? Obwohl, ich hätte noch das zerbrochene Schwert. Das kann ich nach ihm werfen. Nee. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, ich habe mich hier schon umgesehen. Also kann ich zurückgehen. Wenn ich mal Gegner bekämpfe, dann speichere ich einfach kurz. Auch wenn es... Ich weiß gar nicht, ob das wirklich erst speichern... bezeichnet werden kann hier. Aber ich gehe einfach kurz ans Leuchtfeuer. Ich weiß nicht, ob mein ob meine Seelen noch da sind oder ob die jetzt mittlerweile verschwunden sind. Das Gute ist, ich habe mich jetzt da umgesehen. Moment. Ist hier noch ein anderer Weg? Oder ist das so... Das ist ein Mensch. Das ist was anderes. Gestenmenü. Soll ich dir eine Geste zeigen oder was? Wer bist du? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thuraland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Kann ich mit dir irgendwas zu tun haben? Hello there. I realize that I have requested a distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take it. Was? Nein! Hello there. I realize that I have requested that we... Ich habe das Gespräch abgebrochen, das kann ich Ihnen nochmal anhören. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Eine Kupfermünze. Ich weiß nicht, was die in diesem Spiel wert ist. Wahrscheinlich nichts. Aber danke, Kumpel. Nein. Kupfermünzen sind allgemein nicht viel wert. Okay, hier ist mal wieder nichts drin. Hier geht's... Oh Gott, ich bin gestolpert. Hier geht's hoch. Hier geht's auch hoch. Entweder ich gehe erst hier hoch oder da, wo ich vorher war. Aber das sind jetzt die einzigen Wege hier oben, oder? Oder nicht, dass ich hier wieder was übersehe. Das war das, wo der Rabe ist. Ja. Da brauche ich nicht nochmal hin. Solange ich keine Fangkampfwaffe habe oder so. Dann gibt's hier zwei Türen. Die eine führt zu dem Typen und die andere führt hier hin. Das ist der Weg, wo ich verreckt bin. Ich sehe hier keine, gar nicht die Treppe. Oh je. War dann da runtergefallen. Muss aufpassen. Was ist denn das hier? Das ist nur ein Durchgang. Okay. Huch. Okay, ich habe was entdeckt. Sechs Brandbomben. Gut, dass ich mich hier kurz umgesehen habe. Wo ich absolut keine Ahnung habe. Ja. Egal. Ich gehe nochmal zu dem... Ach Gott. Das ist so verwirrend, diese ganze Ruine hier. Okay. Ich gehe jetzt die Treppe hoch, die ich da entdeckt habe.
Ich gehe dann später den Weg hoch, wo ich am Anfang verreckt bin. Das mache ich dann als letztes. Wahrscheinlich verrecke ich jetzt hier eh gleich wieder. Hier ist dunkel und hier geht es noch weiter hoch. Aber das sieht mir nicht so aus, ob es weit hoch geht. Nee, das ist einfach nur eine weitere Leiche. Da ist noch eine Leiche. Aber da komme ich hier nicht ran, oder? Nun, ich will da nicht unbedingt runterspringen. Eine weitere Seele, ist ja klar. Kann ich darüber? Wow. Nichts passiert. Bin gut gelandet. Ich weiß nur nicht, wo ich bin. Aber, hä? Okay. Jetzt habe ich Leben verloren. Na gut, dann, ich weiß auch nicht. Egal, gehen wir nochmal hoch. Gehen wir diesmal den anderen Weg da rein, den ich gesehen habe. Lassen wir die Leiche da liegen. Okay, ich sehe nichts. Kamera. Was ist das? Geht's da runter? Ich glaube, da geht's runter, oder? Hätte ich doch nur irgendwas wie eine Fackel. Ich will jetzt nicht runterfallen. Ich sehe halt gar nichts. Das ist so dunkel. Warum ist das so dunkel? Ich glaube, das ist ein Abgrund. Ich glaube, da will ich nicht hin. Vielleicht führt er ja dahin, wo der Aufzug hinführt. Ich glaube, ich will mich nicht umbringen. Aber dafür springt er halt da runter wie ein Bekloppter. Gut, dann gehen wir jetzt doch den Weg, wo ich am Anfang verreckt bin. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich bin zu dumm. Lass mal kurz nochmal zum Heilungspunkt, weil ich mich schon wieder verletzt habe, ich Mongo. Und weil ich diese Brandbomben gekriegt habe. Und ich weiß ja nicht, ob ich die behalten darf. Wie kann ich die wechseln? Ich glaube mit C. Nee, mit F. Was auch immer Menschlichkeit ist. Was auch immer Seelen sind. Kann man irgendwie einsetzen, glaube ich. Dann kriege ich das bestimmt da unten auf mein Seelendings. Aber das lade ich jetzt erstmal. Hoppla. Das müsste die Treppe sein, die ich... Ja, da bin ich hergekommen. So, jetzt nochmal gucken, ob ich hier noch meine Seelen wieder aufnehmen kann, die ich verloren habe. Ja, sieht so aus. Jetzt muss ich aber erst den Typen da mit den Brandbomben töten, wenn ich den entdecke. Da ist er. Boah, jetzt wird's hart. Ah, das seid ihr so viele. Hört auf, so viele zu sein. Triff doch, Maro. Ah, wieso hat er mich geschlagen? Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Okay, waren das alle? Ich höre hier noch irgendwas. Ich sehe nichts, Kamera. Okay, ich glaube, es waren schon alle. 300 Seelen dabei. Jetzt kann ich die da unten wiederholen. Jetzt habe ich eine Menge an Leben verloren, aber... Oh, shit. Da ist ja noch ein Gegner. Heile mich erstmal schnell. Ist das ein starker Gegner? Ja, ich glaube, das ist der mich da vorhin umgebracht hat. Ui! Der mich vorhin umgebracht hat. Mann, sind wir cool. Komm her. Oh, ja. Tritt ihn. Tritt ihn weg. Jetzt heilt er sich schon wieder. Nein, du darfst ihn nicht heilen. So kann ich nicht rennen. Oh, ich habe ihn schon. Okay. Wegtreten. Leiche plündern, Seele verloren. Untoter. So gut, das wäre geklärt. Was ist das da? Das ist unterhalb von der Brücke. Okay. Gut, dann gehe ich weiter. Ich versuche immer noch mit der Kamera klarzukommen. Das ist nicht so einfach. Ist auch ein bisschen blöd, dass es gerade draußen so hell ist und ich auf dem Bildschirm kaum was sehe, weil ich keine Vorhänge oder Gardinen oder sonst was habe, um die hier ein bisschen abzudunkeln. Deswegen ist es etwas schwerer, auf dem Bildschirm was zu sehen, aber das soll keine Entschuldigung sein. Was ist das da? Bin ich hier jetzt schon durch? Ist da nichts mehr? Bin ich hier jetzt schon fertig? Ich dachte eigentlich, dass hier voll viel zu tun ist, hier oben. Aber es waren nur ein paar Untote. Weil hier geht's ja nicht weiter, oder? Oder übersehe ich hier eine Treppe? Nee, sieht mir nicht so aus. Dann bleibt mir ja nur noch der Aufzug nach unten und diese zwei Stellen, wo komplett dunkel sind, wo ich nicht weiß, ob ich mich da umbringe, wenn ich runterspringe. Was ich jetzt natürlich nicht ohne Speichern tun werde. Apropos, weil ich... Was ich sowieso nicht tun sollte, weil sonst sind ja meine Seelen weg, also... Die Frage ist halt, bringt mich das direkt um oder nicht? Ich sehe halt nichts. Vielleicht gibt es da auch so ein heimliches Achievement oder so. Wisst ihr? Warte mal, aufsteigen. Also das Problem ist, aufsteigen kostet mich immer diese Seelen.
Und wenn ich sterbe, sind die ja weg. Dann kann ich nicht mehr aufsteigen. Warte mal. Ist da eine Runde? Ah ja, schmeiß dich dagegen. Okay. Gut. Es ist jetzt schon wieder ein ganzer Part gewesen. Das ging ganz schön schnell. Ich glaube, ich werde jetzt hier kurz pausieren und dann den nächsten Part machen, ne? Bis gleich. Ja.